Oder durch Nebel musste man sich kämpfen. Smoke hieß das damals. Weil die Luft war ja verpestet, die Flüsse waren verseucht, die Ozonschicht löste sich auf, es war kalter Krieg, der Wald starb vor sich hin, es war wirklich schlimm. Jeder zweite Mensch auf der Welt hatte nichts zu fressen. So war die Welt damals, nicht? Die Welt ist heute ganz anders. Heute sind die Flüsse sauber, geraucht wird am Balkon, der Strom wird mit Wind gemacht und noch jeder zehnte Mensch auf dieser Welt ist arm. Die Welt ist heute, das ist eine objektive Tatsache, ein erheblich besserer Ort als damals. Natürlich gibt es heute auch Krisen, das weiß ich, ich bin ja nicht bekloppt, aber gehen Sie mal 30, 40 Jahre zurück, was da los war. Stand der Dritte Weltkrieg direkt vor der Tür. Aus den Müllkippen sickerte das Dioxid, die Fische schwammen am Rücken. Der Tschernobyl war gerade explodiert. Schlimm, überall war Krieg, war Terror, Irland, mitten in Europa, Baskenland war Terror. Bei uns in Deutschland, die RAF, es gab früher nicht weniger Krisen als heute. Es gab nur weniger Medien. Das ist der Unterschied. Wir hatten weniger Angst damals, weil wir natürlich auch nicht ständig mit Nachrichten konfrontiert wurden. Heute wird man ständig, hat man die Nachrichten dabei, im Handy, Breaking News, dann hat man noch ein Tablet irgendwo rumliegen, Computer, da hängt noch ein Bildschirm von irgendeinem Nachrichtensender. Und dann wirst du paranoid irgendwann und dann immer alles mit Bildern. Früher hatte man Wortmeldungen, 100 Tote hier, 30 Tote da. Dachte man, oh, ist aber schlimm oder so nicht. Aber heute sieht man die, weil man ständig dabei ist in bewegten Bildern, weil wieder irgendein Arschloch gefilmt hat, anstatt zu helfen. So sieht das heute aus. Wir haben keine Distanz mehr. Wir haben keine Distanz mehr zum Elend dieser Welt. Das ist unser Problem. Wir machen es gar nicht mehr klar. In den Nachrichten kommen doch nur die Abweichungen von der Normalität vor. Aber wenn man den ganzen Tag mit den Abweichungen konfrontiert wird, hält man irgendwann die Abweichung für die Normalität. Und wenn das soweit ist, dann ist man gaga. Ist man paranoid in der Birne. Bekloppt. Deswegen haben wir ständig Angst. Obwohl das Leben noch nie so sicher war wie heute. Und das ist eine objektive Tatsache. Deswegen werden die Menschen auf der ganzen Welt immer älter. Obwohl das Leben noch nie so sicher war wie heute, haben wir noch nie so viel Angst gehabt. Wir gehen ständiger Angst durchs Leben. Gehen Sie auf einen Spielplatz. Das soll ein Ort der Freude sein. Es ist ein Ort der Angst, wenn das dicke Mädchen zur Rutsche wankt. Der ganze Spielplatz in Aufruhr. Sie will rutschen, sie will rutschen. Kommt alle her und assistiert, ja. Wir haben früher auf der 5-Meter-Rutsche gestanden, auf dem Geländer balanciert. Und wenn wir runterkippten, gingen die Erwachsenen zur Seite. So war es. Die redeten einfach weiter, die unterhielten sich weiter und gucken vielleicht mal so beiläufig auf die Seite und sagten, aus Schaden wird man klug, sagt nicht. Dann ging die Unterhaltung weiter. Als Kind ging man ein paar Wochen lang so durchs Leben, so. Verrenkt, ne, war das, hieß das damals. Dann ging man so und immer, wenn man an den Eltern vorbeikam, musste man sich noch anhören. Sisse, sisse, sisse. Der Junge war verrenkt. Ne? Was von allein kommt, geht auch von alleine wieder. Ne? Hat sich die Niere im Nackenwirbel verhakt, kann passieren. Ne? Die Deutsche Wildtierstiftung hat eine Studie gemacht über Kinder bei uns in Deutschland. Die sind da wohl offenbar zuständig bei uns, ich weiß es nicht. Und die haben rausbekommen, dass 50% der Kinder in Deutschland noch nie auf einen Baum geklettert sind. Ist das nicht Wahnsinn? Weil die Eltern natürlich immer daneben stehen und sagen, nein, nicht auf den Baum, der beißt. Ne? Die gehen heute mit Stuchzelm auf den Spielplatz. Ich habe das selbst gesehen, sonst würde ich das gar nicht glauben. Da fallen Sätze, die gab es früher gar nicht. Lauf nicht, sonst fällst du hin. Die sind ja nicht dicht. Ja? Früher fiel ein Kind auf die Schnauze, da sagte man, heul nicht, du Mädchen. Da kommt heute die... Ja. Da kommt heute die Gleichstellungsbeauftragte von dem Spielplatz da. Natürlich haben die Kinder Angst heute. Die trauen sich gar nicht mehr auf so einen Baum. Dann tun sie natürlich so, als wären sie zu cool zum Baum klettern und sagen, Baume, kletterst nicht drauf. Schick dem seine Mutter. So sind die drauf heute. Und die Eltern sind froh, wenn die sich nicht bewegen. Aber bitte, liebe Eltern, Kinder müssen lernen, dass das Leben gefährlich ist. Und da muss man die auch mal loslassen.
Nicht nur am Spielplatz, im ganzen Leben, auch im Straßenverkehr. Natürlich muss man die ein bisschen, muss man achten drauf, aber man muss die auch mal lassen. Und natürlich muss man als Erwachsener helfen. Wenn ich an der Ampel stehe und da sind Kinder, ich gehe immer bei Rot. Ja, die müssen lernen, dass es auch böse Menschen gibt. Das ist so wichtig. Gerade im Straßenverkehr. Der Straßenverkehr ist voller Hass, voller Aggression. Alle hassen sich gegenseitig. Radfahrer hassen die Autofahrer. Autofahrer hassen die Fußgänger. Zu Recht, übrigens. Ja, ich hasse die auch. Mann, diese Leute, die immer losgehen an der Ampel, obwohl schon rot ist, ne, gehen die noch los. Das geht mir so aus. Ich meine, können sie ja machen. Grundsätzlich können sie es machen. Ja, aber wenn sie sich beeilen, machen die aber nicht. Die rennen bis zur Straße, bis zur Ampel. Und in dem Moment, wo die den ersten Fuß auf der Straße haben, fangen die an zu schleichen. Nicht, weil denen ja nichts mehr passieren kann. Die fühlen sich vollständig sicher. Die haben Rot. Ich stehe da mit dem Auto, die gucken mich noch an. Durch die Windschutzscheibe gucken die mir in die Augen, weil die genau wissen, dass ich sie nicht überfahren darf. Und das ist ein Fehler im Gesetz. Es müsste ein Gesetz geben, dass ich als Autofahrer dreimal im Leben einen überfahren darf. Nicht dreimal im Monat, das wäre Anarchie. Dreimal im Leben. Dass der Fußgänger schon das Gefühl hat, dass er halbwegs sicher ist, weil er denkt, oh, wahrscheinlich hat er schon zwei. Aber dass er trotzdem spürt, dass er sich nicht alles erlauben kann. Ja. Es gab übrigens früher 20.000 Verkehrstote jedes Jahr bei uns in Deutschland, alleine in Westdeutschland damals. Heute sind es weit weniger als 4.000 in Gesamtdeutschland. Es war früher nicht ungefährlich. Im Gegenteil, wir hatten bloß weniger Schiss. Man fuhr einfach los. Man machte sich keine großen Gedanken, wie auch, man war ja besoffen. Heute ist überall Angst. Nicht? Alle stehen da und sagen, oh, ich traue mich gar nicht mehr aus dem Haus. Ich will nicht sterben. Ja, sie werden da draußen nicht sterben. Die meisten Menschen sterben im Bett. Schlafen ist die gefährlichste Tätigkeit auf dieser Welt. Die restlichen Toten kommen einfach noch dazu. Da gibt es genaue Statistiken. 7.000 Tote sterben jeden Tag auf dieser Welt an Alkohol, 13.000 jeden Tag am Rauchen. Das klingt jetzt viel, aber wir haben ja auch 7,5 Milliarden Menschen. 7.000, 13.000, das ist auf 7,5 Milliarden nicht viel. Wie viele Menschen glauben Sie, sterben in gewaltsamen Konflikten? 700. Oh. Von 7,5 Milliarden hätte ich gedacht, wäre mehr. Ist aber nicht. Es gibt im Jahr so ca. 45.000 bis 50.000 Terrortote. Die meisten übrigens in Syrien, Irak, wo sich Muslime gegenseitig in die Luft sprengen. Was laut Koran gar nicht erlaubt ist, aber so weit geht der Glaube nicht, dass man sich den Spaß verderben lässt. Und diese 45.000 bis 50.000, das können Sie sich ausrechnen, sind pro Tag unter 140. Und Gewaltopfer insgesamt auf der Welt 700. Das heißt, der Rest sind häusliche Gewalt, Schwarzer beim Falschparken erwischt in Texas und so weiter. Also wenn das irgendwann 700. Nicht? Und die doppelte Menge ertrinkt in Seen und Flüssen. Jeden Tag, weil die halbe Welt nicht schwimmen kann. Deswegen, wenn Sie nicht mehr aus dem Haus gehen, weil Sie Angst haben zu sterben, vergessen Sie es. Gehen Sie raus, nehmen Sie einen Rettungsring mit. Das verdoppelt Ihre Überlebenschance. Dankeschön.